Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Agricola Claw. Ja, wir werden jetzt die Operation Artelorin starten, indem wir überall den Schredderwall bauen. Damit wir bald einen Feind weniger haben. Nachdem das passiert ist, wird Ickle Claw dann den Rest der Waldelfen vernichten. Und zwar die ewige Eiche. Denn dort können wir nämlich keinen Schredderwall bauen, denn da würden wir ja entdeckt werden. Da die. Ich zeige euch das nochmal. Da die ewige Eiche, ihr seht hier links unten Entdeckbarkeit der Skaven-Unterstädte plus 80. Also hier ist weder eine Rattenflut noch ein Schredderwall möglich. Das ist aber eigentlich auch ja, für die Waldelfen ist es natürlich auch gut so, dass das nicht möglich sein wird. Denn sonst hätte man als Waldelfenspieler natürlich auch schlechte Karten. Wir schauen uns einfach mal die Geschehnisse auf der Map und in diesem Krieg an. Hier ist Valnall, hier ist Karagiso, der Kupferberg, der ist bald fertig. X-Stone hält hier die Stellung. Karagiso muss um jeden Preis gehalten werden, denn der Kupferberg, der ist nämlich sehr wichtig für uns. Denn er verbessert fraktionsweit unsere Warpflammenwerfer, Röttlinggunner, Jezreels, Giffenkrieger und Todeswindkugelgrenadiere. Und ansonsten, ja, globale Rekrutierungskapazität auch noch plus 1. Und ein bisschen Gold ist da auch noch drin. Und Harder hält hier natürlich auch weiterhin die Stellung. Wir müssen erstmal abwarten, wie sich der Gegner hier bewegt. Und Gaara, der Mensch schon Rang 15 ist. Respekt dafür. Gaara wird versuchen, Orion in einen Hinterhalt zu locken. Denn Orion sieht ja nicht, dass bei Myrmidons eine Armee auf ihn wartet. Und wir hoffen, dass dieser Plan funktioniert oder dass ich wenigstens Orion ausschalten kann. Dann schauen wir uns einfach mal weitere Geschehnisse auf der Map an. Im Norden ist für mich wenig los. Gehen wir erstmal in die Wüste. Hier würde ich gerne bei Rashik und den Zauberinseln ein bisschen die Wirtschaft ausbauen. Ein kleines Wirtschaftszentrum soll da entstehen. Wir haben hier in der Wüste nur eine Armee. Wir sind aber präsent und unterstützen unsere untoten Freunde hier ein wenig. Das heißt, mit Krokka können wir es hier mit dieser Armee natürlich nicht aufnehmen. Aber wir tun hier unser Möglichstes, um auch hier Präsenz zu zeigen und nutzen dafür Zandri als Puffer. Dann betrachten wir einfach mal weiter die Geschehnisse auf der Map. Ja, Schwarzwels gehört noch den Grünhäuten. Hier ist auch jede Menge los in Sylvania. Ja, die Vampirfürsten haben, glaube ich, im Moment noch keinen Krieg mit dem Imperium, aber mit diesen Söldnern hier, Gerards fahrende Ritter, mit denen haben sie Krieg. Ja. Dann, wie wir hier sehen, werden Wolfenburg und die Burg von Rauken belagert. Wahrscheinlich von Chaosorden, denn hier oben ist ja auch schon eine, Erkern ist ja schon da. Und ja, der Sturm des Chaos hat schon so einige Ruinen hinterlassen.
Der Züchterclan kann leider nicht mehr mit mir handeln. Ja. Und er hat noch Krieg mit den Wagern. Hat er mit Norska auch Krieg? Nee. Norska hat er nicht Krieg, aber mit dem Imperium. Naja. So viel zum Norden. In die oben gehört das meiste auch alles Norska. Dann kommen wir mal zu dieser Ecke. Ja, der Kult der Sinnesreuden hat die Macht an sich gerissen. Wodurch jetzt überall die Chaos-Korruption enorm steigen wird bei den Dunkelelfen. Jo. Und die haben sich, die Argul haben sich auch ein wenig etabliert. Dann haben wir hier noch mehr Ruinen. Hier sind ja auch viele Chaoshorden jetzt noch unterwegs. Naja, hier unten sind auch die Dunkelelfen sehr präsent. Die haben übrigens Krieg mit den Skeggy. Die Skeggy sind hier sehr mächtig geworden. Jo. Und in Lastuja ist noch ziemliches Durcheinander. Hier sind die Echsenmenschen und die Zwerge. Das sind hier noch die einzigsten, die hier irgendwie zumindest auf guter Seite die Stellung halten. Aber wer weiß wie lange noch, denn die Grünhäute sind hier auch nicht ohne. Und die Vampirküste existiert auch immer noch. Ja. Zu guter Letzt Ultuan. Ultuan ist auch ständiger Krieg. Musillon hat sich erstmal Nebula eingehaumst. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Oh. Ja, ansonsten sind hier auch Söldner. Die sich natürlich auch auf Ultuan einen Platz erkämpfen wollen. Ja, gut, das war's dann zu unserer kleinen Rundtour. Jetzt habe ich noch 12.000 habe ich jetzt noch. Habe ich den Agent schon benutzt? Ja, habe ich schon. Dann müssen wir unbedingt unsere Armeen aufbessern hier. Wir brauchen einfach mehr Armeen gegen Skaven. Ja, gegen Skaven sage ich schon, gegen die Zwerge und gegen die Waldelfen. Das ist ja unser momentaner Krieg. Ein bisschen Artillerie nehmen wir dazu noch. Und natürlich noch Sturmratten. Dann habe ich... Ach, hier kann ich... Weil er noch in der Tonnenstellung ist, kann ich nicht rekrutieren. Stimmt, jetzt habe ich ganz vergessen. Und... Ja, er kann ja hier auch nichts rekrutieren. Nee. Global dauert nicht zu lange. Ja. Dann hätte ich hier gerne ein Arsenal. Und das war es dann jetzt auch schon fast. Jetzt habe ich noch 1800. Bauen wir hier die Töpferei noch aus. Und dann bauen wir noch eine Müllgrube. Und dann können wir auch die Runde beenden. Ja, eine Verdammnisrakete haben wir noch im Petto. Und der Orden der Lehrmeister nimmt wieder ein bisschen an Stärke zu, wie wir sehen.
Und er hat auch jetzt eine Arche der Dunkelelfen versenkt. Pain, pain, würde mir gelegen kommen, allerdings würde ich dann mit den Anhängern des Nagash meine Beziehung verschlechtern. Und so in Not bin ich die Wüste jetzt ja auch nicht geraten, dass ich unbedingt Frieden machen muss. Meine Güte, das ist ja auch meine Feindesliste hier. Ja gut, wir können symbolisch noch beitreten, ja. Wobei meine meisten Feinde sind auch nur symbolisch da, um einfach die guten Beziehungen zu halten. Denn ich könnte mich niemals hier jetzt mit den Hochelfen zum Beispiel anlegen. Das Imperium hätte jetzt auch die Osmar konföderiert. Und die Zwerge plündern. Good, good. Kill devices. Manfred. Nein. Manfred wäre natürlich ein guter Verbündeter, aber unsere Siegbedingungen sind klar. So, und die Waldelfen sind anscheinend leider nicht in meine Falle getappt. Behold my infernal weapon. Nein, euch kann ich da leider auch nicht zustimmen. Tja, meine Unterstadt wurde leider entdeckt beim Wasserfallpalast. Ah, das kostet für die Geld. Okay. Nicht Angriffspakt. Mit den Argol. Die haben nur Krieg mit Gwent. Und wir handeln auch schon ziemlich lange. Warum nicht? Das ist ein gutes Abkommen. Ein paar Verbündete braucht man immer. Männliche Heldenaktivität, Fehlschlag. Technologie erforscht, jawohl. Dann verbessern wir jetzt nochmal die Höllengrubenbrut. Ah, hier kriegen wir auch eine Höllengrubenbrut bei einer Rattenflut, sehr gut. Und unsere Rattenoger werden dadurch auch nochmal verbessert. Gut. Ja, du wartest noch eine Runde. Und bei dir werden wir noch warten müssen. Jetzt schauen wir mal, was Orion gemacht hat. Oh, das war aber knapp durch meine Fresse. Da wäre der aber fast bei mir in den Hinterhalt geraten. So, meine Unterstadt wurde entdeckt. Aber sie wurde nicht zerstört. Hier ist es natürlich sehr kritisch gewesen, das wusste ich auch. Ja, ich kann da aber jetzt nichts tun, um das irgendwie zu ändern.
Red Mage. Gracie. Dotu ist wieder zurück. Die war ja auch schon vorher in der Armee. Und... ah, die Armee allerdings nicht wegbewegt. Wir werden erstmal Krakisos helfen. Und hier werden wir die globale Rekrutierung nutzen. Und zwar für... Griffinkrieger. Und dann brauchen wir noch bessere Infanterie auf jeden Fall. Deswegen... puh, das ist allerdings ganz schön teuer. Dann wird's nix. Und noch einmal Sturmratten und dann ist die Armee auch etwas schlagkräftiger, allerdings dauert es 4 Runden. Ja, und Kragnon wird immer noch belagert. Engineer, hier! Wir werden mit Hada werden wir hier erstmal ab 25% 26 und sind da halt. Und dann werden wir Warlock of Skavenblight mit ihm Orion im Gewaltmarsch erledigen. Destroy! Zazab! Ja, seine Armee ist im Nachteil. Sie ist sehr erschöpft. Wir schauen mal auf die Map. Zap! Kill Fiskraya! Und ich würde sagen, das versuchen wir mal zu gewinnen. Denn wenn wir schon eine Chance haben, Orion im Gewaltmarsch zu erwischen, dann nutzen wir diese natürlich. Und meine Garnison kommt sogar auch zur Hilfe. Ja, das ist ziemlich gut, dass unsere Garnison noch zur Hilfe kommt. Aber ich denke auch, der Kampf gegen Orion wird nicht so einfach werden. Wir müssen wie immer auf jeden Fall seine Bogenschützen beschäftigen. Denn die sind es nämlich, die den meisten Schaden machen bei den Waldelfen. Allerdings sind ja meine Jessels auch nicht ohne. Die können sich glatt mit denen messen. Und wir haben auch den Vorteil, dass wir noch Artillerie dabei haben, also... und Garrus ist eigentlich ein guter Kommandant. Noch ein loyaler. Ah, jetzt haben wir diese Map bei Myrmidians, okay. Das letzte Mal hatten wir eine Map, die eher zu den Düsterlanden gepasst hat. Und unsere Verstärkung wird von hier kommen. Das heißt, wir werden uns so positionieren. Warp Lightning Cannon! Genau. Dann die Jessels. Das
Dann na, nur viermal Clanratten, okay. Skaven, yes, yes. So. Councilors command. Dahin. Ja. Dahin. Denn die Todeswindkugelgrenadiere. Auch eine sehr starke Einheit. Dann lassen wir einmal hier den Schredder und einmal den Schredder da. Dann haben wir noch unsere Helden und den Kommandanten. Dann klicken wir auf Recht starten und holen unsere Verstärkung mal ab. Mhm. Dann werden wir einen kleinen Flankenangriff unternehmen. Ihr werdet hier supporten. Genau. Orions Zauber. Okay, zieht euch zurück. Jetzt greifen sie nämlich auch schon an. Oh, wie süß, die Wildreiter. Schriftrolle des Energieraubs. Genau, und ihr könnt hier auch Alarm an. Und jetzt müssen die Denkschredder los. Danke schon vorher los müssen. Ihr beschäftigt die. Na bitte, das sieht schlecht aus für Orion. Alles easy. Ach, Wildreiter. Von mir aus. Ihr helft mit. Oh, die Schlacht entwickelt sich gut für uns. Am liebsten würde ich hier jetzt noch eine Rakete reinhauen, aber ich muss mit den Dingern leider sparsam umgehen. Der feindliche Kommandant ist verwundet. So kann es gehen. Now, ready, now! Clan Rats, please!
ja, das war's auch schon für Orions Armee und die Armee war im Gewaltmarsch. Und entscheidender Sieg. Viel haben wir nicht verloren. Oh, warum hat mein Kommandant so viel einstecken müssen? Wahrscheinlich war das Ziel einiger Bogenschützen. Zum Glück ist ihm nichts passiert. Er ist nämlich noch Level 15. Und der hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Ich glaube, Gara war der Vernichter Britonias. Ja, der müsste eigentlich in der Wüste gewesen sein. Also haben diese Enrinien, haben die irgendwie schwächer gemacht? Die können ja irgendwie gar nichts mehr. Oh, weiß ich nicht. Wer hat denn bei mir am meisten Kills gemacht? Die Warblitzkanonen. Und bei ihm Orion selber, glaube ich. Nee, die Bannweitläufer. Oh. Ja, die Todeswindkugel-Grenadiere, die haben auch wieder viel Schaden gemacht. Und haben auch einen sehr guten Rang, wie ich sehe. Das sind zwar immer nur 36 in einem Regiment, aber wie man sieht, machen die auch echt viel Schaden. Und das ist eigentlich eine sehr starke Einheit, diese Todeswindkugel-Grenadiere. Ich weiß gar nicht, wie die auf Englisch heißen. Das ist mir jetzt entfallen. Aber naja. So, eigentlich müsste seine Armee jetzt komplett vernichtet sein. Dazu dann natürlich auch seine Helden. Dadurch, dass er so viele Armeen verliert, hat er natürlich auch kein Geld, um die Skaven-Unterstädte zu zerstören. Denn wie wir gelesen haben, braucht er dazu Geld. Also es ist jetzt mit einer Entdeckung nicht getan. Ein Berserkerschwert. Passt zwar nicht so gut zu einem Skavenlord, aber Black Hunger be gone. You will toil. Upgrade. Yes, yes. Ach, danke. Und ein Höllengruben. Brütenwächter Orion besiegt. Mhm. In mehreren Offensivschlachten Siegerung. Auch sehr gut. Master Engineer! Stamper, Scully! Und wir legen für Daid weiter einen Hinterhalt. Sorcerer Inventor, this is! Und hier verbessern wir seine Waffenstärke. Und bei dir. Du hast ja auch ein Todesrad schon. Abgezeichnet auf alle Zauber. Das machen wir dann noch erst und danach machen wir die hier. Und dann
verbessern wir wohl seinen Zauber. So. Das also dazu. Ich bin überlegen, ob ich diesen einen Ritus mal einsetze. Rekrutierungskosten, öffentliches Wachstum, Nahrung. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Aber irgendwie ist mir das dann doch um das Geld zu schade. Ich werde jetzt hier seine Rekrutierung noch mal ein bisschen ändern. Und zum Glück kommt er hier nicht nach Bretonia und versucht mich anzugreifen, aber dann steht der Claw hier auch schon bereit. Chief Warlock, ich geht klar. Der würde auf jeden Fall alles versuchen, um die Waldelfen daran zu hindern, mich in Bretonia anzugreifen. Wo kann ich denn noch was bauen? Hier, okay. Ja, nee. Kann ich auch nichts bauen, aber ich könnte Bel Aliad könnte ich mal ausbauen. Warlock Master of Scrya. Jetzt hat er wegen meiner Sklavenkorruption hat er jetzt Sklavenrebellen. Oh, das ist doch schön. Gut, beenden wir die Runde. Und wir schauen, was der Orden der Lehrmeister macht. Ja. Die Ertrunkenen mögen mich noch immer nicht. Warum genau, weiß ich nicht. Aber die mochten mich in dieser Kampagne noch nie. Jo, ist halt einfach so. So, die Zwerge greifen mich an bei Karaknorn. Das kann ich natürlich nicht gewinnen, deswegen werde ich mich auch zurückziehen. Ich dachte mir schon, dass er hier Karaknorn zur Seite stehen wird. Aber gut. In der Grimmfeste werde ich ja meine Armee auch aufbessern. Und vielleicht kann ich ihn dann irgendwann mit zwei Armeen in Karaknorn angreifen. Oh, und Dotu plündert bei mir. Das ist jetzt leider nicht so nett. Erst macht ihr den immer, dann macht ihr den wieder nicht, dann entscheidet euch mal. Und wie wir hier sehen, gehört hier sehr viel Hofstaat Lybaras und Gemri. Daher glaube ich, Clan Moors wurde auch schon vernichtet. Okay.
zumindest keine Sklaven mehr entdecken. Ja, Karagisur. Den Aufsehern fällt auf, allein Aufseher, dass die Sklaven in letzter Zeit weniger produktiv sind. Wie sich herausstellt, meinen sie gewisse Abkürzungen, weil seltsame Geräusche aus der Tiefe dringen. Ihr beauftragt euren Kommandanten, die Sache nachzugehen, und dieser meldet den Fund eines verlassenen Labors. Darin fand sich ein einziger Gegenstand, eine Schatulle, aus der ein wahrlich verstörendes Geräusch ertönt. Und wir können die Schatulle stehlen. Das ist aber Schatulle der unheimlichen Geräusche. Untersucht die Schatulle. Forschungsrate plus 50%. Auch nicht schlecht. Zerstört den Dämon. Öffentliche Ordnung plus 2. Alle Prinzen und Berufserfahrung. Für X-Stone, der Ansteckende, oder bezahlt Finderlohn. Schatzkammer plus 3, Loyalität plus 2. Tja, Karagisor. Ich meine, Forschungsrate plus 50% ist zwar nice, aber so viele Forschungen habe ich gar nicht mehr. Von daher fällt das wohl weg. Und die meisten Forschungen, die ich brauche, die habe ich schon. Also die meisten Forschungen, die sind jetzt eigentlich eher speziell für den solchen Clan. Von daher lasse ich das. Das wäre natürlich schon ein gutes Item hier, aber ich kann das mit der Loyalität nicht nochmal riskieren. Den Dämon zerstören, das wäre natürlich gut. Und bezahlt Finderlohn auch, denn ich brauche Geld. Ja. Ah ja. Ja, dann kann ich leider nicht angreifen, weil Dodo hier ebenfalls ist. Warlock, Master of Scrap. Magic's Energy. Von der Loyalität hätte er das Item ruhig kriegen können, aber ich hätte es ihm eh nicht gelassen, aber ich hätte es dann bekommen. So. Master Engineer. Hier gehen wir auf Plünderjagd. Burn steel. Und wenn er meint, will hier die Plünderung verhindern, dann soll er mich doch angreifen. Und wenn er nicht angreifen will, dann soll er warten, dann belagere ich ihn mit zwei Armeen eventuell. Aber auf jeden Fall konnte er Karagnorn erstmal retten. Das steht fest. So, noch 13 Runden. Und ja. Dann würde ich vorschlagen, oh, hier sind ja auch nervige Agenten. Da muss ich mal genau entschlossen. Strategie. Ah ja, Abgib. Ja, wir nehmen aber den, da er als Agent fungieren wird. Genau. Denn das sind mir hier schon wieder zu viele nervige Helden, die hier rumschwirren. Dann können wir den auch gleich ein bisschen bessern. Und dann geht das schon. Was sind das überhaupt für Helden hier?
Master Engineer! Hast du einen Helm bei dir? Du hast aber Helm bei dir. Oh, eine Armee aus Wissenland. Ihm von Liebitz. Ach, die Meteoreisenrüstung. Ah, die ist mir bekannt. Ah, sehr gut. Sehr gut, präzise. Noch ein Level? Gut. Der ist bei Level 40, wenn er so weitermacht. Hier werden wir jetzt unsere Streitkräfte vereinen. Und zwar werden wir hier hingehen. Gleichzeitig werden wir hier unsere Streitkräfte vereinen und einen Hinterhalt machen. Vielleicht sehr mutig dann und will den Gara ausschalten, indem ihn angreift, aber dann muss er sich mit zwei Armeen anlegen. Ich würde sagen, die Taktik ist sehr gut zu unseren Skaven. Das passt doch irgendwie und wir werden... Ja, wir werden Krakiso einfach mal ausbauen. Krakiso ist für uns sehr wichtig wegen der... wegen dem Kupferwerk. Das dürfen wir nicht verlieren. Und... dann haben wir noch ihn hier. Wobei, ich schicke hier erstmal den Agenten voraus. Ah ja. Ja, ob ich gegen Krog keine Chance hätte, das weiß ich nicht. Sturmratten können sich schon mit Saurus anlegen, aber... Rocker ist halt auch ein legendärer Lord. Von daher werden wir erstmal abwarten. Du machst heute deine Plünderung. Medians oder so könnte ich noch aufbessern. Wie könnten wir die Skaven ein wenig unterstützen? Oh, der hat dann eine Garnison. Gut, das werden wir machen, sobald seine Armee hier etwas größer ist. Dann können wir da ein bisschen unterstützen. Jetzt habe ich noch 1900. Die werde ich hier investieren. Gut. Ja, das war's dann noch zu dieser Folge. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.